Oh Leute, Timex hier. Wir haben hier gefühlt nur 15 Minuten Zeit. Wir machen jetzt aber eine ganz flotte Folge. Wir kommen gerade aus dem Mastery Push. Und den Baby Dragon, den kann man zwar erst Level 7 machen, nur. So ein geiles lila Wappen bei den Masteries. Und nur 10 Karten kann man bisher höher machen, wie zum Beispiel das Holz. Das geht ja auf 10 sogar noch höher. Aber ich möchte auch diese lila Umrandung bei Baby Dragon haben. Baby Dragon, jeder liebt diese Truppe. Ich feiere den Baby Dragon Ultra. Bisher habe ich alle selber erspielt. Die Truppen hier, Grabstein und den Lightning und auch den Baby Dragon komplett offstream selber erspielt. Aber jetzt Truppenzerstörer. Jetzt wollen wir das Ganze mal boosten. Besiege 2100 gegnerische Truppen. Machen wir jetzt. Ich nehme die Princess hier mal raus. Baby Dragon rein. Welche Truppen soll ich am zerstören am besten? Grabstein? Skarmy? Ich setze einen Baby Dragon ein und ihr eine Skarmy. Ihr spielt das gleiche Deck, nur anstatt hier Baby Dragon spielt ihr Skarmy oder irgendwie so ähnlich. Und dann versucht ihr wieder zu snipen. Ihr könnt mich nur snipen mit einer Atomuhr. Der Stream bringt nichts. Wenn euch das Ganze gefällt, wie die Masteries pushen und bald kommen auch Updates und die ganzen Bombs, gerne den Kanal abonnieren. Und denkt an den Creator Code Trimax. So wird das geschrieben. Nicht mit X. Nicht mit irgendeinem Scheiß, okay? So, wir gehen rein. Fledermäuse. Skarmy und Friedhof. Skarmy und Friedhof. Und Klon, das zählt auch. Skarmy, Klon, Spiegel, Friedhof. Ja, nimmt sowas hier mit in der Richtung. Grabstein, Skarmy, Skelette, Klon. Oder vielleicht auch Friedhof, Rage, Pumpe, Spiegel. Was Günstiges zum Cyclen. Ich gehe hier mit rein. Wir treffen uns im Party-Modus. 1 gegen 1 Showdown um 21.55 Uhr und 10 Sekunden. Und rein. Hoffentlich treffen wir direkt ein. Flick Noels Mom. Daumen hoch, es ist schon mal einer, sehr gut. Wir haben jetzt noch einen Baby Dragon. Guck mal, das sind schon zwei Einheiten. Zwei von 2000. Nee, null waren es, einfach null. Das ist super. Der macht da seinen Job. Das sind schon mal ganz locker Einheiten. Ich mach mal seinen King Tower an für Safety First. Wird gefreezed. Das war schon mal gut. Jetzt können wir uns hier langsam aufbauen. Gib dir mal einen Elixier Golem rüber. Schenkt dir ein bisschen Elixier, ganz entspannt. Der stirbt von dem Grabstein komplett. Skelette auch noch dabei, super. Ah, jetzt willst du mir auch einen Elixier-Golem schenken, aber ich habe keinen Grabstein. Nicht, dass du mir den Turm mobst. Machen wir hier ein sowas. Dann gebe ich dir wieder einen rüber. Nächster Baby Dragon. Schaffen die Baby Dragon das? Ja, können sie auch. Das sind viele Einheiten. 2000 Einheiten muss ich töten. Das sieht gerade gut aus. Oh oh. Der Turm weg. Nee, Turm ist noch nicht weg. Noch steht der Turm. Sind das nicht höllen viele Einheiten? Krieg ich seinen Turm noch? Krieg ich seinen Turm noch? Komm schon, holt euch den Turm, holt euch den Turm! Ah! Ja, es geht weiter! Es geht weiter! Nein, ich hab meinen Turm noch! Warum dachte ich, ich habe einen Turm verloren? Ich habe ihn einfach gefinisht. Flick Noels Mom, ich habe dich unglaublich angegriffen. Mit 6 Drachen, 2 E-Golems und einem Rage. Was hast du in der Situation gedacht? Ich hätte schwören können, ich habe auch nur noch einen Turm. Gut, das Ende war nicht so gut, aber zwischenzeitlich war geil. Das war sehr gut. Wie sieht's aus? 200 Truppen nur? Ich habe nur 200 Truppen zerstört. 200 nur? Hat sich mehr angefühlt, oder? Ey, neues Game, 21.59 und 30 Sekunden. Das Problem ist, ich push zu stark. Ich möchte gerne Elixier-Golems einsetzen, um ihn Elixier zu geben. Aber wenn ich einen Elixier-Golem habe und dahinter sind 4 Baby-Drinks, ist das ein viel zu krasser Push. Oh, sein Banner sah krass aus hier von Moritz. Stark. Hast du einen... Bist du ein... Wenn ihr ein Stream-Sniper seid, immer Daumen hoch. Hier, ich mach mal erstmal deinen King-Tower schon mal an. Okay, sieht so aus. Vielleicht zählt eine Skelette mehr als eine Truppe? Nein. Noch
eine Pumpe? Eine Prinzess dabei. Oh, ich hab gar nichts. What the fuck? Ich hab gar nichts, um das aufzuhalten. Der Turm ist down. Versuche ich auch noch seinen Turm zu kriegen. Okay, 1-1. So, und welche Truppen? Ja, das ist gut. Das war sehr gut. Mr. Baby Dragon? Jetzt kann er einfach irgendwelche Truppen in den Baby Dragon spielen, die sterben sollen. So, er hält ihn. Lässt ihn durch. Dann greife ich jetzt mal links an. Okay, da ist ein Elixier-Golem. Ich muss ja möglichst viele Einheiten töten. Okay, Klon. Hat er hier noch was getan? Fuck, das zieht der hier durch. Jetzt ist hier ganz schön viel Chaos. Oh nein, 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 die dürfen nicht den Turm angreifen. No! Ja, sehr gut. Sehr gut gerettet. Ich glaube, jetzt darf ich hier auch nicht meinen Turm verlieren. What the fuck? Was hat der da alles? Okay, steht. War die Aufgabe genau? Ich soll nur Truppen zerstören. Ich soll gar keinen Schaden machen, ne? Ich muss so viele Skarmis zerstören, wie es geht. Ich glaube, so ein Elixier-Golem zu killen bringt für mich gar nichts. Auf jeden Fall Damage bei Ruhm. Ich weiß nicht, wie viele Truppen das waren. Wie viele Truppen habe ich getötet? Ich habe wahnsinnig viel Schaden gemacht. Aber wie viele Truppen waren das? Moritz, vielen Dank. Sehr stark. Ich kann es gar nicht einschätzen. Nicht genug, ne? Mal gucken. 258. Ja, okay, es geht voran, aber da geht mehr. Aber wie? Der Gegner braucht Klonspiegel, Skarmi, Grabstein, ne? Ich glaube, das muss eher in die Richtung gehen. Wir können auch den Elixier-Golem ganz weglassen. Skarmi ist zu schnell tot, aber Skarmi sind unfassbar viele Truppen. Da geht mehr. Wer schafft mehr? Party 1 gegen 1 Modus. Wir gehen rein um 21:06:10. Digga, was hat der für krasse Emotes? Für Banner. Ist das einer? Ist das ein Stream-Server? Ja, Daumen hoch. Haben wir schon mal einen entspannten Baby-Dragon drin. Zwei Einheiten. Vier Einheiten. Nochmal welche. Noch eine.
schenken wir ein bisschen Elixier. Weiß nicht, ob das das beste Deck ist. Hat das falsche Deck aus Versehen ausgewählt? Grabsteine hat er. Grabsteine hat er. Oh ja, da kommt was zusammen. Da kommt was zusammen. Das ist gut. Die Geklonten zählen ja auch, die Beschworenen von der anderen Truppe. Wieder einmal durchzeigen, das neu rein, das auch wieder. Baby Dragon. Ich weiß nicht, wie viele Truppen das werden. Super, ist wieder das falsche Deck. Das spielt richtig. Das spielt normal. Greift meine Truppen an. Da. Will die nicht gewinnen? Check ich jetzt erst nach 6 Minuten. Ich denke, diese Einheiten gegen mich opfern. Er versucht mich. Oh mein Gott, der greift meine Baby Dragons mit dem Poison an. Los, das ist der Clash Royale-Spiel auf dem Planeten. Halt's Maul, wie schlecht. Was? Ja, what the fuck? Der hat richtig gespielt. Clash Royale geht es darum, mit deinen Karten möglichst viele Truppen von den Gegnern zu zerstören. Für wenig Elixier. Ich habe die ersten 2 Minuten nicht gemerkt, dass er gegen mich spielt. So schlecht ist der in Clash Royale. Der wollte trollen, aber er hat verloren gegen Elixierpumpe Cycle. Das war der beschissenste Typ bisher in diesem gesamten Format. Ich fasse es nicht. Wie viele Einheiten haben wir noch bekommen? Haben wir ein bisschen was bekommen? Baby Dragon? Abzeichen, Baby Dragon, Meisterung. Oh ja, 1000, easy. 2 richtige Games. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Nächstes Mal wieder richtig ordentlich. Was für ein Loser, wie witzig.